This should be it. We're right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. Okay, people. This is it. Komm, Sniper Glenn einmal nach oben und dann erschießt sie da einfach alle. Nein. Stay together. We find what we need and we get the hell out before anyone even knows we're there. Got it? And that part about staying close, it goes double for you. Na gut, dann... Ach, ich darf vorsichtig rausgucken, was? Can't get a good look above with the cover on. Ja, dann nimm halt ab und guck ein bisschen raus. Na komm. Let's go. Da ist niemand. Da vorne ist ein... Da schwebt ein Ei... Was? Warum schwebt da ein Eispickel? Where is everybody? There should be guards patrolling. Okay. What? Are you disappointed? It's just strange is all. I think I see one. Over there by the door. Das ist ein Zombie. Okay. Me and Kenny will sneak up, try to take him out quiet. The rest of you wait for our signal, then follow us over. Everybody got it? Okay, Kenny, let's do this quiet. No shooting unless there's no other choice. Right behind you. Das ist ein Zombie. Das ist ein Zombie, das sehe ich, der hat auch keine Waffe, das sehe ich doch von hier, dass das ein Zombie ist. Komm, hau ihm die Axt ins Gesicht und dann ist gut. Der dreht sich um, er ist ein Zombie, das hättest du wissen können. Uah, der sieht aber eklig aus, komm, hau ihm das Ding ins Gesicht, so. Okay, Fazit, Crawford ist Zombie-Fight. Oh yeah. Das ist aber vielleicht gar nicht so schlecht. What the fuck is a walker doing inside here? Da sind noch einige. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil die Zombies sind nicht so schlimm wie irgendwelche Dudes, die uns erschießen würden. Der hat keine Hand mehr. Okay, wir sind in Crawford in der Schule. Na ja. Ich hab mich erschrocken, Leute, Leute. Yep, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Your guess is as good as mine. Ja, schon klar. What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. Ja, so viel dazu. In the end, the dead always win. Oh man, we are so screwed. Ach komm, es ist besser, als wenn sie auf uns schießen würden. Genau, Vernon hat's raus. Vernon's right. We can deal with walkers easier than armed guards. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. Das haben sie schon leider, aber es passt schon. Hasn't changed. Every time walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Genau, Ben. Keine Panik. Wir machen das. Come on. I think I know which way to head. Auf geht's. Das sind nur ein paar Zombies. Meine Güte, Ben, jetzt... Ja, ich auch. Aber auf der anderen Seite... Da ist ein großes Kreuz auf der Tür. Warum ist da ein großes Kreuz auf der Tür? Ich meine, wir haben die Zombie-Ninja-Killerin dabei. Wir haben mich dabei. Wir haben Kenny dabei. Das sollte eigentlich laufen. Die anderen weiß ich nicht, wie gut die sind. Wir haben Clem, Sharpshooter... Auch kein Problem. Wie gut Chris da schießt, weiß ich nicht. Wir wären eigentlich auch irgendwelche lautlosen Waffen lieber. Und das sollte ja auch eigentlich kein Problem sein. Gegen Zombies geht das schon. Na denn. Ist da jemand drin? Hallo? Looks okay. Everybody in. Na dann. Du hast doch gerade schon da reingeguckt. Und da gesagt, da war keiner. Hm, na gut. Alle da? Alle da. Okay. Also, was brauchen wir? Medizin, Gas und Batterie, richtig? Armory, das klingt schon mal gut. Waffen können wir auch immer gebrauchen. Ach, schade. Figures. Hm, na gut. Eine Karte der Stadt. Okay, so now what? Where do we start looking?
Wir versuchen, in die Armory reinzukommen. Wie wär's damit? Das wäre ja zusätzlich noch keine schlechte Idee. Hier. Just give me a sec. Ach, guck mal. Ah, eine Karte. Eine Karte. Where can we find some fuel for the boat? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. Das ist gut. Warum haben wir dafür irgendwie ein Zeitlimit? Where would be the best place to look for medicine? Right here. Nurse's station. They were using it as a medical facility. How do you know that? Die war hier. Just makes sense, doesn't it? Ja, aber sie war auch schon mal hier. So then we just need a Und sie wurde rausgeschmissen. Wahrscheinlich, weil sie irgendwie krank ist oder so. Oder schwanger? Oder so? Hm. Da gibt's noch was, da kommt noch irgendwas. Das ist eine gute Idee. Na dann. Guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got. Das ist mir lieb, ehrlich gesagt. Wir nehmen die Ninja-Tante mit. Außerdem ist die mir sehr sympathisch. Aus irgendeinem Grund. Auch wenn sie bis jetzt ein bisschen. Die hat mir noch nicht erzählt, dass sie von hier kommt. Jetzt sehe ich aus wie der creepy Guy hinter der Tür. What can I do? Erstmal warten. I need you to stay here with Ben and watch over our command center. I'm putting you in charge of it, okay? You're leaving me with Ben? I'm not leaving you with Ben. I'm leaving him with you. Understand? Schöner Kommentar. Oh, okay. Nice. Back before you know. Komm mal an der Clementine. Einmal bitte auf den Idioten aufpassen. Entschuldigung. Nein, sowas sollte man nicht sagen. Wir können erstmal uns hier ein bisschen umgucken. Also, was haben wir hier? Hopscotch. Kannst du das? Mach mal. Ach, schade. Ein Fernseher. No TV. Was haben wir hier? Hallo, guck dir erstmal alles an. Wir haben Zeit, also glaube ich. Creepy. Ja, die sehen schon creepy aus. Might come back for these later. Any reading material would be nice once we get on that boat. Das ist nicht falsch. Das wird sonst sehr, sehr, sehr langweilig und sowieso sehr crowded da drauf. Also voll auf dem Boot. Thanks, I got it. Just once, I'd like to do something useful, you know? Okay. Well, I'll let you get on with it. Vielleicht hätte ich ihm sagen sollen, dass er total nützlich ist. No, wait. There is something you can help me with. Something that's been on my mind. I could use your opinion. Ja? What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up, knowing what I know. Mm. I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault, Doc and Katja. Das erzählst du ihm nicht. If I had screwed up back at the motor inn, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. Ja, aber nicht jetzt. Ja, solltest du aber nicht jetzt. Genau. Oh, es spricht mir aus der Seele. Das kannst du, wenn ihr wieder an dem Boot arbeitet oder so, dann kannst du das machen. Kenny seems like he's got his shit back together because right now he's got a purpose, but he's still in a real bad place. You tell him now, he's gonna lose it, and then we're all screwed. There'll come a time when he's ready to hear. Genau. It's not now. Not yet. I hear you. I'm gonna get back to this. Sehr gut. Ich rede noch mal mit dir. Vielleicht hast du noch mehr zu erzählen. How are things going with that door? Slowly but surely. Das ist gut. Mach mal was Nützliches. Das finde ich super. Du machst ja sonst nie was Nützliches. Ach, guck mal. Da steht drauf, was die gemacht haben. Okay, die nehmen mal links. Number of... Wie viele Leute die in dem Haus gefunden haben.
Das mittlere ist, wie viele. Wer das durchsucht hat. Dann die Tage seit dem Ausbruch. Wie viele Walker da drin waren rechts? Was heißt denn das dann das 1x, wenn da ein x war? Und das unten, wie viele Leute nach Crawford gebracht wurden. Okay, interessant. Was das X bedeutet, vielleicht, dass die tot sind oder so, dass sie die gekillt haben. Könnte ich mir vorstellen. Naja, gut. Was haben wir hier? Just a bunch of paste. Nimm mal was mit. Warum nicht? Clem, wie sieht's aus? You okay, Clem? Commander Clem, alles in Ordnung? Yeah. Du guckst traurig. This desk is just like the ones we have in my school. I know it's weird, but I kind of miss it. Being in school. Me too. I used to be a teacher, remember? Tell you what, when we find ourselves a safe place, set up a little classroom. Just you and me. Will there be homework? No homework. Nein. Ja, man vermisst die Show. Ich warte erstmal. Das weiß niemand. Maybe there's somebody out there working on a way to fix this, some kind of cure maybe. There's just no way to know. I hope so. Wahrscheinlich nicht, aber das sage ich dir natürlich nicht. Hold on to that hope. It's the one thing none of this can take away. Was ich sagen wollte, Schule vermisst man auch erst, wenn man sie nicht mehr hat. Dann vermisst man die Schule, außer natürlich die Hausaufgaben. Die vermisst man garantiert nie. Hehe. Ach ja, du warst ja ein für Geschichte, ne? Naja, immerhin. Geschichtsprofessor. Oder Lehrer? War er Lehrer oder Professor? Hatte er nicht an der Universität gearbeitet? Okay. Wir sollten die Batterie besorgen, ne? Aber wir können mal gucken. Da? Ich denke hier. Hä? If we're gonna find medicine anywhere, that would be the place to look. Bree said the entrance to the auto shop was in the alleyway by this fire escape. Na gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal. Wir schauen einfach mal. Wo ist Molly? Die stand doch hier. Erstmal alles angucken. Ja. Das sind die Regeln von Crawford. Lese ich mir jetzt so schnell nicht durch. Must be the guy who ran this place. Okay. Looks like he figured himself as some kind of supreme leader. Commander, wie auch immer er heißt. Aber jetzt haben wir ja Commander Clementine. Da wird alles besser. So, ich muss mal ein bisschen gucken, dass ich hier, ich wollte gerade sagen, in irgendwelche Schränke wahrscheinlich reingucken kann. Gucken wir einfach mal. The alleyway to the auto shops down here. Ja, ja, you coming or not? Beruhig dich, beruhig dich. Lass uns das mal da rausgucken. This must be the way to the playground, where Bree said the fuel was being stored. Ja, das machen die ja. Das müssen wir ja erstmal nicht machen. So, was haben wir hier? Shell Casing. Shell Casing's all over. Whatever happened here wasn't good. Und die Leute sind weg, also wahrscheinlich Zombies. Kannst du mitnehmen? Already been fired. They're worthless. Warum kann ich mir das denn überhaupt angucken? Das sind nochmal dieselben. Was haben wir hier? Ein Bloody Locker. Okay. Logan. Wer auch immer Logan ist. Aber der Name ist. Also man kann den Namen lesen im Gegensatz zu den anderen. Also ja, man kann die anderen lesen, aber die anderen sind nicht so gut texturiert. Das heißt, das muss noch irgendwas zu sagen. Was haben wir hier? Eine Vending Machine. Okay, und hier dürfte diese Nursing Station sein mit der Medizin. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Und Dach. Kommt ihr nicht rein? Ist abgeschlossen. You guys need any help? Thanks, but I think we're almost in. We're taking care of it, Lee. Don't worry. Okay, dann gehen wir einfach mal. Wenn ihr keine Hilfe wollt, aber wir haben sowieso keine Zeit. Wir müssen eigentlich selber was tun. Ich kann leider nicht rennen. Ich versuche das irgendwie immer mit Shift zu drücken und dann zu rennen, aber das funktioniert nicht. Molly ist schon wieder weg. Das ist ja super. Die geht auch vor und ist dann einfach mal weg. Ich höre Zombies. This must be the door to the alleyway where the auto shop is. But where
Draußen. Irgendwo draußen. Die ist schon wieder unterwegs. Da ist ein Zombie. Aber der kommt hier nicht rein. Gut, da ist ein Tor. Bobby, you out here? Sei doch ruhig. Ich weiß, der kommt hier nicht rein, aber es muss trotzdem nicht sein. Guess I'm not going that way. Okay. Was haben wir hier? Looters will be shot on sight. Das ist ja toll. Was haben wir hier? Ein Zaun. Also kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir gehen wohl hier durch. Was steht hier? Na? Authorized Motor Pool Workers Only. Okay. Bin ich nicht, macht aber nichts. Wir gehen da trotzdem. Da war Molly. Also ich nehme an, es war Molly. Looters will be shot on sight. Was denn? Ach so, oh, du kommst da nicht durch, das ist schlecht. Vielleicht. Nein, ist es nicht. Aber vielleicht ist hier drin irgendwas, was wir brauchen können. Oder ein Zombie. Nein, hier ist kein Zombie. Mach sie an. Da kannst du wahrscheinlich auf die Fresse fallen. Nicht? Wahnsinn! Ich hätte erwartet, er kratzt ab. Aber gut, okay, hat wunderbar funktioniert. Wo ist Molly? Also außer, dass sie gerade durch den Vordergrund gegangen ist. Sehr gut, dann mach mal auf. Ja, es funktioniert ja schon mal super. Damn, it's jammed tight. Okay, dann nie. Ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Ah, jetzt geht's, okay. Was ist hier? Oh, Zombies. Nee, geh da weg. Geh da weg. Geh da weg. Wir gehen wieder. Wir gehen wieder. Wir müssen da irgendwie rein. Okay, ich habe keine schlaue. Ich kann mich schon. Wow. Leave him! He's mine. What were you doing up there? Alter, du hast Probleme. Molly? Molly. Ist ja gut, der ist tot. I think you got it. One more. Ja, hau noch mal rein von mir aus. He's wearing medical scrubs. Some kind of scientist or doctor, maybe? Yeah, well, he ain't shit new. Did you find us a way in? Nein, leider nicht. But the garage door's jammed. Can't also, ja, okay, wir haben einen Weg gefunden, den wir nicht hinkriegen. Wir können den Zombie da drunter schieben und dann bleibt das offen oder so. Look what I found. Ach, guck mal, ein Wagenheber. Das ist natürlich okay. Auch in Ordnung. That'll work. Und da hinten sind Zombies. Toll. Und der Zaun sieht nicht aus, als würde er lange halten. Also beeil dich bitte. Wir machen noch ein bisschen Lärm. Na super. Na komm, beeil dich. Ja, komm. Eile dir. Lass mich raten. Kuh. Kuh, Kuh, Kuh. Come on. Kuh drücken. Sag ich ja. Eile dir. Na, Funz, sehr gut. Oh, der Dude lebt noch. Toll, Molly, hast du super gemacht. Nimm den Wagenheber vielleicht mit, sonst kommen die Zombies gleich da drunter her. Oder zumindest der Typ, der jetzt doch noch lebt. Du hättest auch schon den Kopf kaputt machen müssen. Ach so, okay, sie passt auf. Na gut. Können wir mal kurz reden? Was war das gerade? He came at me up on that rooftop, tried to take a bite out of me, so I took care of business. What, you got a problem with me killing geeks? Nein, aber... It just seemed like you went to town on him a little more than you needed. Genau. Hey, you never really know when those things are all the way dead. I was just making sure. Look, you want to get this aber back du hast es nicht. Du hast ihm nicht den Kopf kaputt gehauen. Na gut. What do you think happened to Crawford? Don't know, don't care. As far as I'm concerned, these fuckers got what was coming to them. Das ist nicht falsch. I have about as much for them as they did for the sick and the old and anyone else they didn't think was fit to belong in their little paradise. So yeah, fuck 'em.
Die hat irgendeine Rechnung gehabt und die kannte den Dude, den sie gekillt hat, oder? I told you. I'm expecting a ride on that boat once that hillbilly friend of yours has got it running. You sure that's all of it? You want to keep interrogating me or do you want to get the damn battery and get out of here? I'm going to have a look around. Ja. Das ist wohl wahr. Können wir bitte den Wagen heben? Nein, können wir nicht. Okay, dann machen wir hier auf. Und schau mal, ob da eine Batterie drin ist. Das da sieht nach einer Batterie aus, oder? Ist das eine Batterie? Well, I can see where the battery nee, ist es nicht. Okay. But it's not. Dann vielleicht in dem... Das blinkt. Das ist schlecht. Da ist eine Alarmanlage, die dann angeht. Must be an anti-theft system. Das ist einerseits richtig, auf der anderen Seite geht das wahrscheinlich an, wenn ich das Ding runterlasse. Ja, nein, wirklich. Okay, das sieht aus wie die Pumpe. Können wir da reingehen? Nein. Okay, was haben wir da? Okay. Dann lass es mal runter und bitte vorsichtig, damit die Alarmanlage hier angeht. No power. Ach toll. Looks like it's the hose for the lift products. Können wir das irgendwie kaputt machen? Pry. Don't think I can pry that hose apart with just my hands. Maybe if I had something to cut it with. Ja. Irgendwas zum Kaputtschneiden? Haben wir hier was zum Kaputtschneiden? Das Hatchet hast du ja nicht mehr. Guck mal da rein. Kannst du mir vielleicht den Eispickel geben? Something you need? Ja. Think I can borrow that hook thing of yours? Das ist ein Eispickel. I don't know. Hilda and I have been through a lot together. Hilda? That's what I call her. Don't judge. Please, can I borrow Hilda? I'll take good care of her. She won't get a scratch. Hilda. Sie hat ihren Eispickel Hilda genannt. Not a scratch. Awesome. Okay, dann können wir das ja jetzt kaputt machen. Hau kaputt. Und dann kommt das Auto runter und dann geht die Alarmanlage an und wir sind am Arsch. Wetten? I did it. Also wird das jetzt langsam runterkommen. War so klar. That's probably not good. No shit! Mach doch einfach den Wagenheber da weg. There's the battery. Finally something goes right. Ja, komm. Still attached to the terminals. So, dann mach ab. Oh, Zeitlimit. Mach ab. It's off. Ja, komm, andere Seite auch. Jetzt hat das schon mal aufgehört. Das ist schon mal gut. So. Got that one off. Ja, dann nimm mit jetzt. Got it. Yeah, but we still got a problem here. Ich sag doch, nimm das direkt mit. Okay, follow me. Sie geht jetzt Ninja-Style übers Dach, oder was? Move your ass. War klar. Ja, dann komm, auf. Geh da hoch. Die Zombies kommen. Okay, das ist schlecht. Skylight. Bitte was? It's shut. Shoot it out. Ja, komm. Beruhig dich. Das könntest du auch mit deinem Eis... Gerät machen. Jetzt haben wir wieder, wobei wir haben eh jetzt schon die Zombies am Hals. Na komm. Wen du mich auch lust, die ist stärker als Kenny, möchte ich mal gerade anmerken. Kenny hat das die ganze Zeit nicht gebacken gekriegt. Zugeben, er wurde auch angeschossen, aber das ist schon ein bisschen her jetzt. Alter, Ninja-Style, wie kann das? Come on, what are you, chicken? Jump! Na dann. What did you call me? Komm, los. Jetzt sei kein Feigling. Halt dich fest. Eieiei. Was wäre wohl passiert, wenn ich nicht gedrückt hätte? Wäre er dann da irgendwo gegen die Wand geklatscht? Das wäre bestimmt sehr cool gewesen.